meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute zeige ich euch meinen leckeren glutenfreien und laktosefreien, ballaststoffreichen, zuckerreduzierten Apple Crumble. Und dieses Video, ihr Lieben, ist eine Zusammenarbeit mit 3 weiteren ganz tollen Food-Kanälen. Da solltet ihr nachher auf jeden Fall mal reinschauen. Am Ende des Videos habe ich es euch verlinkt und auch unten in der Infobox. Und diese 3 weiteren Kanäle sind einmal Blümchen-Nabel, Lila Kuchel und Mrs. Fluri. Jetzt sage ich ganz viel Spaß beim Video und ich freue mich, wenn ihr uns allen ein Like hinterlasst und natürlich ein Abo. Bis dahin! Meine Hübschen, für unseren leckeren Apple Crumble brauchen wir natürlich eine Auflaufform mit einem sehr hohen Rand am besten. Diese Form reicht für 6 Personen und ungefähr sind es 230 Kilokalorien pro Portion. Zu den Zutaten, ihr braucht eine Tasse glutenfreies Mehl, eine Dreiviertel Tasse glutenfreie Haferflocken, 2 Esslöffel Mandelmehl, 1 Esslöffel Zitrone, dann ca. 120 Gramm laktosefreie Butter, 2 Esslöffel Rohrzucker, 1,5 Esslöffel Speisestärke glutenfrei, 1 Teelöffel Zimt und 0,5 Teelöffel Salz und natürlich das Mark einer Vanilleschote dazu. Nach Belieben könnt ihr natürlich auch etwas Honig hinzufügen, ungefähr 1 bis 2 Esslöffel. Dann brauchen wir für unsere Ballaststoffe 6 Datteln, Pekannüsse und Mandelstifte. Jetzt hacken wir die Pekannüsse gleichmäßig klein und dann geben wir alles gemeinsam mit den Mandelstiften in eine kleine Pfanne, antihaft beschichtet, kurz angeröstet, aber bleibt dabei, weil das geht sehr schnell. Und das Ganze kommt dann zum Abkühlen in eine Schüssel und während die Nüsschen abkühlen, werden wir uns den Äpfeln widmen. Wir entkernen sie einmal komplett und wir schneiden die Äpfel in gleich große Stücke, so in etwa, dann werden sie auch nicht matschig und dann bleibt der Apfelsaft auch im Obst enthalten während des Backvorganges. So sieht das Ganze aus, ihr Lieben, in der Schüssel. Alles ist gleichmäßig und so soll es auch sein. Weiter geht's mit den Äpfeln. Da brauchen wir jetzt die Zitrone. Als nächstes die Hälfte unseres Rohrzuckers, die andere Hälfte brauchen wir gleich. Und natürlich die Hälfte unseres Zimts. Als nächstes brauchen wir nun unsere Speisestärke. Die wird einmal komplett dort reingegeben für die Äpfel. Und das Ganze wird jetzt miteinander vermengt. Schön gleichmäßig vermengen und es duftet schon direkt herrlich. In die eingefettete Auflaufform geben wir nun unsere Äpfel. Und diese Äpfel verteilen wir noch einmal so, dass es keine Lücke mehr gibt zum Boden hin. Dann stellen wir das Ganze zur Seite. Wir behalten natürlich unseren Saft in der Schüssel und in diese Schüssel geben wir nun unser Mehl mit rein. Als nächstes kommen unsere Haferflocken mit dazu und das Mandelmehl, Zucker, restliche Zimt und die Prise Salz. Das Ganze wird miteinander vermengt und wir geben nun die abgekühlten Nüsse hinzu. Das Ganze wird nochmal schön durchgerührt und natürlich das Mark unserer Vanilleschote wird ausgekratzt hinzugegeben. Und ihr seht auch schon das Schwarze in der Schüssel. Das ist unsere Vanilleschote. Es duftet herrlich, ihr Lieben. So. Wir hacken nun die 6 Datteln klein, aber nicht zu klein. Das Schöne an den Datteln ist, sie sind sehr ballaststoffreich und haben eine ganz natürliche Süße. Nun kommt die Butter hinzu und nach Belieben den Honig hinzugeben. Ihr könnt natürlich 1 bis 2 Esslöffel nehmen, so wie ihr es gerne mögt. Ich bevorzuge zum Verrühren das Handrührgerät. Ihr könnt es aber natürlich auch mit den Händen machen, aber so finde ich das immer einfach ein bisschen gleichmäßiger. Dann verteilt sich die Butter vor allem noch ein bisschen besser. Jetzt habe ich gesehen, jetzt war mir das noch nicht krümelig genug. Jetzt habe ich noch ein bisschen Butter hinzugegeben. Das könnt ihr natürlich so machen. Oder ihr nehmt einfach Kokosfett. Geht genauso gut. So, nun haben wir die perfekte Konsistenz, meine Lieben. Und nun geben wir alles auf unsere leckeren Äpfel drüber. Seht zu, dass ihr alles schön verteilt, gleichmäßig alles verteilen in die Lücken, sodass nichts übrig bleibt und
Ach Leute, es duftet so herrlich und jetzt haben wir alles fertig. Das Ganze kommt nun bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 40 Minuten in den Backofen. Er ist fertig, wenn er goldbraun gebacken ist. Dann lasst ihr den Kuchen noch ein wenig draußen stehen, ca. 15 Minuten zum Auskühlen und dann direkt servieren, Leute. Das ist so lecker! Ihr Hübschen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst uns ein Abo und ein Like da und vielleicht auch einen netten Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.